So Zerschneider können wir hier noch nicht einsetzen. So, kämpfen wir mal gegen den hier. Müssen wir den Pumpi gleich wegwechseln. Mal schauen, wie lange wir ihn noch überleben. Kann schon sein, dass wir gleich sterben werden. Ja, wechseln. Wo ist Modi? Der ist auch schon geschwächt. Ins Trinken haben wir keine Beeren am Ort. Warte mal. Na komm. So, fight. Das ist doch das Käfer-Pokémon. Na komm. Machen wir's alle. Na easy. Level 6. Switch der Pokémon. Nö. Ich hoffe, das kriegt dann immer noch Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich nicht, aber ja. So, Ember. Oh, es hat's ausgehalten. Interessant. So, Scratch. Nice. Kabak besiegt. Wow, und zwickt. 280 und dann geht sie der erste Kampf gegen den Trainer hervor. Okay. Ah, ein wildes Pokémon. Ein Burby. So viele Burbys hier im Mondgas. Ein Weibchen. Na komm, Erfahrungspunkt für Pumpi sammeln. Ist immer noch Level 3. Und modisch Level 8. Lass dich nicht besiegen, Modi. Na komm. Auf Level 4 kriegen wir das doch hin. Unser Birgi. Das kriegen wir schon auf Level 4 gelevelt. Unser Birgi besiegt. Nein. Noch kein neues Level. Aha. Chinmunk. So, du kämpfst mal lieber nicht. Switch in. Haben die überhaupt eine... Das ist die AP-Anzeige, nicht die AP-Anzeige. EP-Anzeige. Erfahrungspunkte. Oha, jetzt wird's knapp. Na komm. Ember. Na komm, mach's alle. Nice. Das schaffst du, Modi. Zack. Erfahrungspunkt für beide. Probier Level 4. Sehr gut. So muss das. Na gut, da kann ich ja Offscreen-Training noch ein bisschen veranstalten. Ich würde sagen, ja. Wir machen Offscreen-Training. Ja, ab ins Pokémon Center. Die Z-Taste sprinten. Ja, bevor wir jetzt in die erste Arena gehen, müssen wir erstmal noch ein bisschen hohen Gras trainieren. Also, die will ich schon gerne auf ein gleiches Level bringen. Ich würde schon gerne, dass Pumpi und Modi auf dem gleichen Level sind. Das ist ungefähr Level 8. Ja, 8 wird reichen, glaube ich. Level 8 für Modi und Level 8 für Pumpi. Oder dementsprechend dann höher. Ja gut, dann trainiere ich jetzt halt noch ein bisschen. Tut ja nicht weh. Na komm, wilde Pokémon. Das will ich schon wieder. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das fangen will. Also eigentlich eher nicht, aber... Na komm, Pumpi Level 4, vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Ich bin jetzt sogar schon das Pokémon komplett besiegen. Muss nicht auf Modi zurückgreifen. Kann was am besten trainieren. Kriegt da alle Erfahrungspunkte. Nicht nur ein paar. Gut. Und Gast. Nice. Pumpis erster Sieg.
ist ja nice. Jetzt kann es auch schon eigenständig kämpfen. Nice. Wieder so ein Hobby. Chabak natürlich. Dust. Na komm. Ist ja nice. So trainiert man richtig. Level 5, ich komme. Nice. Level 5. Sehr gut. Level 6, ich komme. Vielleicht schaffen wir das jetzt heute schon. Das wird hier auf das gleiche Level bringen. Das war dann zur nächsten Herausforderung, die Arena aufbrechen kann. Gast. Ist nicht das deutsche Wort Gast. Gast. Das ist ja nice. Braucht es nur zwei Pokémon eigentlich, um hier das nächste Level zu kriegen. So viel schon wieder. Gast. Habt ihr nur diese eine Attacke? Das ist eine gute Attacke. Alle anderen sind defensiv. Ich bin nicht so ein Freund von defensiven Attacken. Flash und Goal. Ja, kannst du stecken lassen. Lass stecken. Level 6. Sehr gut. Pokémon. Ja, Level 8. Na komm, auf Level 8 kriegen wir das jetzt noch. Sehr nice. Schabak. Ja, mittlerweile kriegen wir. Mittlerweile kann Pokémon auch selbst kämpfen. Das ist jetzt keine Ursache mehr. Ja. Sehr nice. Bringt natürlich mehr Erfahrungspunkte, wenn man gegen höhere Level kämpft. Aber auch gegen Level 3 Pokémon ist das gut. Oh, der Kampf der Giganten. Und wir gehen los zu Kirby. Na komm. Was? Der Name Kirby, der erinnert mich so ein bisschen an wie den Charakter in dem Film Pixels kam der vor. Ein alter Videospielcharakter, Birdo oder sowas, so wie der heißt. Birdo. Ist ein bisschen. Große Pompi. Neues Level für dich. Hol dir dein neues Level. Hol dir Level 7. Und dann direkt Level 8. Wollte Training im Gras. Nice. Pompi Level 7. Sehr nice. Okay, hier noch ein paar Pokémon. Schabak. Los, Level 8. Das kriegen wir hin. Gast. Du kriegst auch noch behalten in der Attacke. Das ist immer ganz cool. Und Erfahrungspunkte. Das gibt nicht mehr ganz so viele Erfahrungspunkte. Wenn es ein Level. Das ist ja irgendwie klar. Das fehlt schon wieder. Das sieht hässlich aus, das will ich nicht mehr mit ihm. Mein Baby sieht cool aus. Das brauche ich. Ist hier wahrscheinlich das Radfratz-Ding. So sieht's aus. Die Radfratz-Alternative. Raupi und Radfratz. So ungefähr. So könnte man zwar gleichen. Ja, ich glaube, das ist realistisch, das haut schon ungefähr so. Na komm, Level 8. Level 8, ich komme. Gast. Okay, der greift schon an. Der kann angreifen. Ah, noch nicht ganz Level 8. Na komm, eins noch. Ein wildes Pokémon noch. Wieder das. Na komm, mach's alle. Wirbelwind heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Probier jetzt Wirbelwind ein. Nice, Level 8.
Sehr gut. Na dann. Können wir uns in die Stadt wagen, nach Kevlar Town. Können wir mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Spunztaster. Einmal Pokémon heilen. Na dann. Heile meine Pokémon. Sehr gut. Na dann. Was gibt's hier zu entdecken in Kevlar Town? Gut. Also dann reden wir mal mit den Leuten hier. Vielleicht erfahren wir hier was über die Stadt, was man wissen könnte. Hey, you told me you had a good joke. Okay, listen. How do you get 50 Pikachus on a bus? You Pokémon. Haha, get it? Nicht wirklich. That's Maui. He's already trying to people to get them to do something for him, and he wonders why he doesn't have any friends. Tja. Pokémon. Einkaufsladen. Leave me alone. Ach, das ist der quiende Typ. Einkaufsladen. Okay, wir haben ein bisschen Geld. Potion, das wäre nicht schlecht. Da können wir uns ein paar verkaufen. Na, 5 Stück. Fürs Erste. Ja, lass mal 5 gerade sein. Ein paar Pokebälle. Wieder auf 5 aufrunden. Spacey, Ripple. Ja, Escaping Rope. Ja. Können wir uns 2 hiervon holen. Brauchen wir vielleicht irgendwann. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Potion können wir uns noch einen kaufen. Einen oder 2. Na dann. Sehr gut. Haben wir unser ganzes Geld ausgegeben. Noch ein Pokéball. Sind wir wieder pleite. Müssen wir wieder gegen den Pokémon kämpfen. Gegen Trainer. Oder den... Ja, oder den Kampf gewinnen. In der Arena. Gut. Mit der vom Pokémon Center haben wir noch gar nicht geredet. Was hat die so zu sagen? Ah, hallo, ich bin Trainer. Ist das maybe your first time seeing Pokémon Center? Nein. Ich habe schon so viele Pokémon-Spiele gespielt. Einige sogar Let's Play jetzt. Was ist, ja. Was? Okay, jetzt will ich hier ins Pokémon Center entführt. Okay, jetzt wird mir erklärt, was ein Pokémon Center ist. Na toll. Das war jetzt eigentlich nicht so mein... Ja, ich kenne das doch schon. Ist nichts Neues für mich. Ich war auch hier schon mal drin. Na tolle Wurst. Hier kann man Online-Funktionen machen. Ich glaube, die sind alle schon mittlerweile deaktiviert. Online-Funktionen in Pokémon Oranium. Dürfte nicht ganz so klappen. Aber gut, das ist auch nicht unser Anspruch, Online-Kämpfe auszutragen. So, was hat sie mir jetzt geschenkt? Potion oder was? Ich glaube, sie hat mir ein paar Potions geschenkt. Nee, die hatte ich schon. Naja, egal. My dream is to live in No Torch City. Torch City. On one of the coolest cities in Tanto. Da freue ich mich. Können wir mal sehen. Also, was wir noch für tolle Cities treffen werden. Versucht Englisch zu reden, kommt damit die deutschen Sprachen nicht mehr zurecht. Ja, was sonst? Oranberries, ja, die helfen. Die kann ich gebrauchen. 10 HP für meine Pokémon. Das kann nicht schlecht sein. Auch das Bärchen nehme ich mit. Gut. Wo geht's hier lang? Route 2. Okay, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Und erstmal noch Kevlar Town.
erkunden. Wir haben noch nicht in allen Häusern Mausfriendsbruch begangen. Bike Repair Shop. Okay, hier kann man Fahrrad kaufen. Oder was? Hey Kid, you walked in here. Which means that you need bike. Oh, you don't have one. Well, it figures haven't got many customers of late. Now that I have already sold everyone in Cavalatone a bike. Actually, if you bring me a bike here, I can fix an old bicycle and give it to you. Okay, da brummt unser Fahrrad auf. Der macht er hier ein bisschen. Der tunt unser Fahrrad. I wanna get a bike. But the shop here doesn't have any. What a lame shop. Du sagst es. Verkauft gar keine Fahrräder. Hey Kid, you a trainer. You might want to know that if you need north, you can reach Nottone City. Which has the first gym. Ah, okay, in dieser Stadt ist also noch kein Gym. Kein Arena. Okay, wen haben wir hier? We just moved to this town. It's small, but homey. I think it'd be a good place to raise a family someday. About kids already, why couldn't raise Pokemon instead? Die will. Die hat einen Kindertraum und er nicht. Ja. Okay, was ist hier los? Keiner zu Hause. Ich trinke euren Kaffee aus. Schlürf. Na dann. Die haben schon geredet. Hey, did you know that? You talk to people multiple times. Sometimes they will say different things. Okay, ja, das habe ich schon gehört. Yeah, just like that. Good work. Ja, okay. Schön, schön. Na dann, hier gibt's nicht mehr viel zu sehen. Sein, wir gehen nochmal in den Blumenladen rein. Schauen uns dort mal rum. Dann haben wir die ganze Stadt erkundet. Dann können wir weiter auf Route 2. Na komm. My girlfriend is mad at me, so I am buying her flowers to get her to forgive me. Ah ja. Beziehungsstreiter mit Blumenschlichten. Welcome to Kavanaugh's Berry Shop. Take a free sample of Tondo, most delicious berry. Your Pokémon beloved. Barkuberry, okay. Interessant. Guarberry. Puppeberry. Interessant. Akaiberry. Na dann, schauen wir mal, was die uns bringen. Die Beeren. Z-Taste. Sprint. Route 2. Da mache ich den nächsten Trainer. Hilf mein Pokémon ist geheilt. I shoot autumn nests in this area. I'm trying to catch one. Okay, Autumn könnte ein interessantes Pokémon sein. Könnte man zumindest immer fangen, ob wir es im Team behalten. Ich weiß nicht. Birby gegen Birby. Wir sind schon Level 8. Nice. Hier die KP, die HP, ja. Spalten, die sehen auch interessant aus hier. Interessant. Der Switch-Pokémon? No. Ich kämpfe jetzt mit Birby. Wir können hier ein paar Attacken lernen. Ja, hoffentlich kriegt er bald eine neue Attacke. Ein paar neue Levels kriegen. Jetzt beide gleich auf. Kann ich erstmal den Pumpi trainieren und dann den Moni. So. Na komm. Quick Attack, ach stimmt, das habe ich jetzt auch.
Nice. Mhm. Auch eine schöne Attacke. Nice Level für Kugli, Level 9. Und Trainer besiegt. Sehr gut. Oh, hier gibt es schon die nächste Höhle. Schau mal hier, ob vielleicht neben ihm oder hinter ihm das gesuchte Pokémon ist. Mhm. Nein. Jetzt habe ich ein anderes Pokémon gewollt. So, Quick Attack. Probieren wir es mal. Ja. Mhm. Nicht schlecht. So. Gast. Mhm. Ein paar Erfahrungspunkte. Wenn er Level 10 ist, können wir den wieder tauschen. Nice. Ein Birby. Na komm, Birby. Besieg das Birby. Mist. Das reicht schon fast. So, Quick Attack. Gut, Quick Attack noch einmal. Zack. Birby besiegt. Erfahrungspunkte. Nice. So, hier geht's in die nächste Höhle. In die erste Höhle. Old Entrance to No-Torch City. Sehr gut. Da ist die erste Arena. Wie weit kann der denn gucken? Hey, Kitario. So, enough to make it. Das Cave. Ja, ich bin tough genug, um durch diese Höhle zu kommen. Hoffe ich doch. Mankey! Das beantwortet meine Frage, ob es hier auch Pokémon aus den Originalspielen gibt. Es gibt sie. Zumindest ein Mankey gibt's. Es ist vor allem eine Mischung. Aus Original-Pokémon und Ranger-Pokémon, wie es ausschaut. So, neues Level für Pupi. Level 10. Switch-Pokémon, ja, jetzt muss Modi ein bisschen trainiert werden. Wir versuchen, die auf demselben Level zu halten. Wenn wir ein neues Pokémon fangen, müssen wir das auch an Level 10 trainieren. Ja, das wird dann spaßig. Was bist du denn? Bombe. Du scheinst eine Bombe zu sein. Explodieren. Ich glaube, das ist nicht die beste Idee, auf eine Bombe eine Feuerattacke einzusetzen. Das könnte tödlich enden. Na komm, das ist Quatsch. Ist generell nicht so die beste Idee, eine Bombe anzugreifen. Zu attackieren. Auch wenn der Tickel sitzt. Aber gut. Das kann ja auch bei einem kleinen Stein passieren, dass das einfach Ding ganz einsetzt. Was? Registert Hiker und Larry in der Pokepot. Okay, jetzt habe ich seine Telefonnummer registriert. Oh, okay, interessant. Medizin. Ah, okay. Das Ding. Berber. Okay, unser hier Pokepot. Nice. Radio. Pokémon. Wo können wir die Musik wechseln? Wir haben noch keine Musik. Wir müssen erst Pokémon Musik holen. Wir müssen erst mal welche finden. Nächste Map. Okay, wir sind hier auf dem Weg zu No-Torch City. Okay, Smoky Town. Nehmen wir wahrscheinlich schwimmen und dann können wir hier rüber nach Boro Town. Okay, okay. Öffo. Train is too close. It's very good day. It's me, Richie. You've got a minute. How are your Pokemon doing? Phone talk. The engines see. Energetic. It's a handful.
Yeah, I managed to beat Retrogruby. I need to make my party stronger. Klick. Okay, haben wir auch mal die andere Funktion ausprobiert. Sehr schön. Ey, mal speichern kurz. Speichert nicht. Schadet nicht. Speichert nicht. Pff. Ich kann auch nicht mehr reden. Konnte ich das jemals? Okay. Na dann, okay, hier brauchen wir Zerbrecher. Zertrümmer. Haben wir noch nicht. Rein in die Höhle. Auf zur nächsten Stadt. Passage Cave. Steins-Pokémon. Tonemi. Okay. Das sieht noch nicht so interessant aus. Das ist wahrscheinlich das Zubat hier. Bekämpfen wir es. Gast. Oh wei. Poisoned. Vergiftet. Das Zubat. Sonnenblumen. So, Tonemi besiegt. Ich glaube, wir sollten mal das Team wechseln. Nicht das Team, sondern Mordi an die erste Stelle an die Spitze setzen. Switch. So, damit der mal trainiert wird. Level 8. Was ist denn noch? Pokédex. Wie sieht der eigentlich aus? Hm, sehr schön. Auch Rings. Raptorch. Chimnok, Blurry, Kabak, Bauer und der hier. Okay, mehr haben wir glaube ich noch nicht gesehen. So, ach, vergiftet. Ja. Der wird echt tot sein. Oh, was bist du denn? Großart. Okay. Ein dickter Pokémon. Vielleicht fangen wir uns das. Versuchen wir zumindest. Ja, wie gesagt, wir können ja Pokémon auf die Box legen, wenn sie uns nicht gefallen. Erstmal fangen wir uns dann. Können wir sie wieder ablegen. Und wir denken, das passt. Ich würde ihnen erstmal noch keine Spitznamen geben. Können wir wahrscheinlich später nicht ändern, aber. Ja, gut. Vielleicht gebe ich nur Leuten einen Spitznamen, von denen ich weiß, dass sie im Team werden werden. Oder? Pokéball, na komm, los. Scheint doch ein Erden, so ein dickter Pokémon zu sein. Ein Boden-Pokémon. Das könnte man gebrauchen. Jones. Ja, okay, dann könnte man das wirklich. Wenn sich das entwickelt, sieht das bestimmt auch noch cooler aus. Serpent-Pokémon. It's snake-like body is almost always partially underground. The turtles, the tunnels, they can serve as pitfalls for the unwary. Okay, dann nehmen wir es doch ins Mittelsystem, das scheint so ein Diktator zu sein. Oh, weiblich. Dann benennen wir ihn. Nehmen wir es mit ins Team, warum nicht? Das scheint doch gut zu sein, das können wir gebrauchen. Ja. Wir haben später auch noch die Möglichkeit, Pokémon aus dem Team rauszuhauen. Wenn wir merken, das ist für das Team nicht so relevant. So, dich müssen wir nicht mehr besiegen. So, wie sieht es jetzt im Team aus? Nee, Level 5, ja, das müssen wir trainieren. Ist mal Nini dran. Switch, ja. Dazu wird wahrscheinlich Offscreen-Training am besten sein. Ist jetzt Offscreen dann auch die Pokémon wieder alle auf Level bringen. Switch. So, jetzt Pumpi nach ganz unten. Jetzt wird als erstes Nini trainiert und dann Mordi, dann Pumpi. Bis die alle auf einem Level sind. Sehr gut. So, einmal Heilung. Potion, davon haben wir noch ein paar dabei. Use. So, Pumpi.
schön ein paar Tränke verschwenden. Wir können uns eine neue kaufen. So, sehr gut, haben wir schon drei Teammitglieder fürs Erste. Ja, gut, das muss jetzt nicht. Nur 5 Punkte, Level 5, okay, obwohl wir können es probieren. Immer die Attacken. Send Attack. Scratch. Wer gewinnt? Gut, na komm. Send Attack, versuchen wir das mal. Attacke misset. Okay. Und das ist diese Attacke. Die bringt nicht viel. Wir sind weiter in Scratch ein. Scratch. Okay. Fight. Scratch. Na komm, wir scratchen es zu Tode. Zu Tode zerschnitten. Komm, es muss doch einige Erfahrungspunkte geben. Das ist gleich der Weg des Pokémon besiegen. Ja, der Weg des Pokémon bringt natürlich mehr, aber. Na komm. Einige Erfahrungspunkte dürfte das bringen. Haben wir noch einen spannenden Kampf zum Schluss des Parts. Attack misses zu Power. Na komm, mach's an. Scratch. Was denn? Das darf doch hier nicht. Das kann auch nicht wahr sein. Na komm, Attacke. Was denn? Warum geht hier alles immer schief? Dann halt so. Na komm. Die 2-3 KP, die da noch sind. Was denn? Das ist doch... Attacke, Mist. Wie soll ich den denn dann besiegen, wenn das jetzt hier nicht mehr... ich noch defensive Attack einsetzen kann. Das kann auch nichts werden. Na komm. Was ist denn hier los? Muss mich jetzt besiegen lassen oder was? Na los, Modi. Mach den Rest. Can't be switch on. Ach, verdammt. Das ist doch nicht wahr. So ein Kampf also. Ist doch zum Heulen. Jetzt muss ich abwarten, bis er mich besiegt, oder was? Ach man. Das ist doch scheiße. Ach je. Na komm, Morty, mach's alle. Gehst du halt die Erfahrungspunkte. Auch gut. Besser als nix. Du bist Level für Modi. Gut, na dann. Damit mich nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Nächste Aufnahme. Hier in der Höhle. Geht's weiter zur nächsten Stadt, zum ersten Arena-Orden. Na dann. Bis dahin und ciao, ciao. Hier wird nochmal gespeichert. Safe. Yes. Haut da rein. Ciao, ciao.